Hallihallo, Leute. Hallihallo, Hallöle, Leute. Ach, Spaß beiseite. Es geht weiter bei Henrys Geheimnis. Ach so, ja. Und Henry wurde das letzte Mal arg verprügelt von Enzo, der sich im Übrigen nicht getraut hat, Henry alleine zu verprügeln. Nein, er brauchte ein paar Gorillas, die Henry für ihn festhalten. Ja, wie ich schon sagte, eine ganz, ganz fiege. Das war eine Mischung aus fiese und feige. Also eine ganz fiege Nummer. Genau. Und naja, Lila hat Henry nachher gesehen und hat sich natürlich gedacht, oh, what the fuck is wrong with you? Naja, auf jeden Fall hat sie ihn jetzt mit nach Hause begleitet, um ihn jetzt zu verarzten. Okidoki. Und wir sind immer noch in der Perspektive von Henry. Das erkennen wir an der Farbe von dem Kästchen und an der Schriftart. Hast du einen Erste-Hilfe-Koffer? Sieht aus, als wolltest du Krankenschwester spielen. Davon habe ich immer geträumt. Sie lächelt mich an. Sie strahlt. Ich suche den Verbandskasten, während sie sich die Hände wäscht. Ich stelle den Verbandskasten auf den Wohnzimmertisch. Dann setze ich mich auf das Sofa direkt vor den Hocker, auf dem sie nun Platz nimmt. Ganz professionell nimmt Lila die Dinge aus dem Verbandskasten, die sie braucht, um mich zu verarzten. Ich persönlich hatte mich mit meinem einfachen Pflaster zufrieden gegeben. Darf ich? Sie zeigt mir ein Desinfektionsspray. Ach ja, vielleicht wäre es wirklich gut, die Wunden zu desinfizieren. Brennt dieses Zeug nicht? Sie stemmt die Fäuste in die Hüften und sieht mich streng an. Henry, du wurdest eben verprügelt und jetzt willst du mir weismachen, dass du Angst vor dem Desinfektionsspray hast? Sie bricht in schallendes Gelächter aus. Lila wird wieder ernst. Sie greift nach einem Wattetupfer und tränkt ihn mit dem Desinfektionsmittel. Dann fährt sie damit vorsichtig über die Wunde auf meiner Wange. Ich verziehe das Gesicht. Ach, das brennt. Hey, schon gut. Hey, ich bin hier der Verletzte. Ach, komm schon, ich nehme schließlich keine Amputation vor. Sorry, Leute, meine Nase ist gerade so ein bisschen zu. Ich habe nämlich gerade geheult wie ein Schlosshund, weil Let's Dance so wahnsinnig traurig war. Ja. Wenn ihr es auch gesehen habt, werdet ihr verstehen, wovon ich rede, aber ich habe es jetzt nachgeholt und oh mein Gott, was Benjamin da getanzt hat. Ich habe mich. Meine Mama ist noch am Leben, so will ich das nicht sagen, aber ja. Auf jeden Fall ist meine Nase jetzt davon ein bisschen angeschlagen. Ja. Leila sagt jetzt auf jeden Fall: Stell dich nicht so an. Hat sie einerseits recht, andererseits würde ich, glaube ich, genauso reagieren. Der Hocker, auf dem sie sitzt, ist höher als das Sofa, auf dem ich mich niedergelassen habe. Sie muss sich daher zu mir runterbeugen, um meine Wunden zu behandeln. Sie ist vollkommen konzentriert. Und das, was du da gerade beschreibst, Henry, wirkt so, als ob du vollkommen konzentriert auf ihren Oberkörper wärst. Ich dagegen. Ja, genau, so wie ich es gesagt habe. Ich dagegen habe freie Sicht auf ihr hübsches Dekolleté. Ich glaube, ich mag den Frühling allmählich auch. Das schöne Wetter hat den Vorteil, dass die Mädchen sich wieder freizügiger kleiden. Was für ein Perversling. Sie klebt mir ein riesiges Pflaster auf die Wange. Wie kann denn ein Faustschlag so eine Wunde verursachen? Ohne den Blick von meiner schönen Aussicht abzuwenden, antworte ich ihr. Er trug mehrere Ringe. Bestimmt war das Absicht. Normalerweise trägt er keine. Dieser Mistkerl, wenn ich den finde, dann. Nein, auf keinen Fall. Lass ihn. Er hat bekommen, was er wollte. Es führt zu nichts, sich mit Gewalt zu rächen. Okay, aber du könntest ihn wenigstens anzeigen. Das ist immerhin kein Kavaliersdelikt. Nein, es war nur eine dämliche Schlägerei. Es ist mir lieber, die Sache einfach zu vergessen.
Ich darf auf keinen Fall die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich habe viel zu viel Angst wegen Jay. Ja, du hast recht. Sie seufzt und ihre Wut scheint sich zu legen. Als wäre der aufreizende Ausschnitt ihres T-Shirts nicht schon schlimm genug, steckt mir nun auch noch ihre betörende Duft in die Nase. Es hat also auch was Gutes, sich von Enzo verprügeln zu lassen. Und, hast du Spaß? Oh, Layla, hast du etwa gemerkt, was er da tut? Was? Was? Auf frischer Tat ertappt, sehe ich sie an. Ich sehe aus wie ein kleiner Junge, dem man seine Bonbons weggenommen hat. Sie fängt an zu lachen. Du könntest ruhig ein bisschen diskreter sein, Henry. Ups. Ich sehe sie mit meinem Verführerblick an. Henry, jetzt lass dieses Jay-Getour doch mal sein. Ich kann nichts dafür. Es war ja unmöglich, ja woanders hinzusehen. Okay, ich muss das, glaube ich, ein bisschen sexier machen, ne? Ich kann nichts dafür. Es war unmöglich, woanders hinzusehen. Ach ja. Sie spielt die Schockierte. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Ich bin schließlich auch nur ein Mann. Ich sehe sie schuldbewusst an. Wir lachen. Zum Glück hat sie mich begleitet. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Ich bin vollkommen verrückt nach ihr. Die 2 Wochen Ferien, in denen ich sie nicht gesehen habe, war die reinste Folter. Glücklicherweise habe ich noch die Musik. Um mich abzulenken, habe ich das neue Lied geschrieben. Das war das erste Mal, dass ich ein Lied für jemanden komponiert habe. Dieser Song war nur für sie. Ich hoffe, sie hat ihn wenigstens schon mal gehört. Und er gefällt ihr. Also, junger Mann, Sie brauchen noch ein bisschen Ruhe, aber dann sollte wieder alles in Ordnung sein. Ja, danke, meine Dame. Ohne Ihre Behandlung wäre ich sicher verblutet. Ich glaube, mehr kann ich nicht tun. Soll ich dich jetzt vielleicht allein lassen, damit du dich ausruhen kannst? Sie schlägt mir vor zu gehen, aber ihre Augen bitten mich um das Gegenteil. Ich möchte auch nicht, dass sie geht. Nein, bleib. Bist du sicher? Ich möchte dich nicht stören und... Nein, ich freue mich, wenn du bleibst. Ich brauche Gesellschaft. Sie lächelt mich liebevoll an. Sie senkt den Blick und streicht eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. Ich beobachte jede ihrer Gesten. Ihre Hände, ihren Blick, ihr Lächeln, ihre Lippen. Ich bin von ihr verzaubert. Wie schon so oft zuvor würde ich sie jetzt am liebsten in den Arm nehmen und küssen. Ach, Henry, wieso machst du es denn nicht einfach? Aber wie jedes Mal verkrampft sich mein Magen vor Angst und bremst meinen Eifer. All diese Gedanken schwirren mir durch den Kopf. Die Lügen, Jay, Melanie. Layla steht plötzlich auf. Hast du Lust auf Crepe? Du möchtest Crepe machen? Warum nicht? Wir haben schließlich nichts Besseres zu tun, aber ich brauche dabei deine Hilfe. Einverstanden. Aber ich warne dich, ich bin ein schlechter Koch. Na, irgendeine Sache muss es ja geben, die er nicht kann, ne? Sie lacht laut. Es wird ein wunderschöner Nachmittag. Ich muss daran denken, mich bei Gelegenheit bei Enzo zu bedanken. Wir haben unsere Crepes gemacht. Sie waren köstlich. Der Geschmack war irgendwie besonders. Ich kann ihn nicht beschreiben. Das erinnert mich jetzt auch wieder an die Rock My Hard Body Soul Dreams Reihe, weil die Protagonistin beziehungsweise auch ihre beste Freundin, also von den ersten beiden Büchern Heart und Body, die haben auch immer Pancakes gegessen und haben die mit, ich glaube, es war Erdbeersirup getränkt bis zum geht nicht mehr und haben die dann zuckersüß gegessen. Also ja. Ein Crepe. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Crepe gegessen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie Crepe schmeckt. Also Crepe schmecken. Ist ja immer irgendwie Mehrzahl oder so, ne? Sind die vom Geschmack her grundsätzlich so wie Pfannkuchen? Oder auch irgendwie süßer?
weil die werden ja ganz, ganz dünn gemacht, ne? Na okay, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder bei Laila zu Hause. Mama hat es mir nicht allzu übel genommen, dass ich den Unterricht am Nachmittag geschwänzt habe. Sie weiß, dass ich das sonst nicht tue. Sie wirkte sehr verständnisvoll, als ich ihr erzählt habe, was Henry passiert ist. Ich atme tief durch. Oh je, ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Der Nachmittag mit ihm war einfach... Es war einfach... Es gibt einfach keine Worte dafür. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, als ich ihn verletzt vor der Schule gefunden habe. Aber er schien sich schnell davon zu erholen und hat zugelassen, dass ich mich um ihn kümmere. Ich habe ihn die ganze Zeit heimlich beobachtet. Wenn er keine Brille trägt, habe ich den Eindruck, ich kann ihn besser sehen. Und er ist sogar noch attraktiver. Bei dem Gedanken beginnt mein Herz wie wild zu klopfen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schlafen kann. Oh. Und zurück in der Schule. Ach, da ist ja das Pflaster. Wenn sie ihn sowieso so gezeichnet haben, finde ich es ein bisschen schade, dass die nach der Beschreibung, dass sie ihm das Pflaster drauf klebt, das nicht auch schon gezeigt haben. Aber naja, das nur so am Rande. Mensch, Henry, was ist denn mit dir passiert? Mein Gott, wer war das denn? Henry kommt auf uns zu. Ausnahmsweise war er heute mal nicht der Erste in der Schule. Warte mal, sag jetzt nicht. Das war doch nicht etwa Enzo. Er war nicht allein. Was? Warst du deswegen gestern Nachmittag nicht da? Und ich dachte, ihr hättet irgendwo ein Schäferstündchen verbracht. Aha, ha, ha. Schenkelklopfer, Clement. Schenkelklopfer. Laila hat mir geholfen, nach Hause zu kommen und hat mich verarztet. Mhm. Jasmine... Okay. Jasmine wendet sich an mich. Ach ja, sie hat dich also verarztet. Diesmal ist er echt zu weit gegangen, dafür wird er bezahlen. Nein, Clemo, vergiss es, ich habe keine Lust auf sowas. Willst du ihm etwa seinen Sieg gönnen? Wenn man vom Teufel spricht. Enzo kommt vorbei, er zwinkert Henry provokativ zu. Ob bitte, Laila, Henry macht jetzt eine Szene. Er muss doch sehen, dass das nur zu etwas geführt hat, was ihm noch weniger gefällt. Henry hält seinen Blick stand. Was für ein Mistkerl. Huch, hey Tiffany. Hallo. Oh mein Gott, Henry. Was ist denn passiert? Keine Sorge, es ist nichts. Das wird ein langer Tag für ihn. Hier, Jasmine, ich wollte dir dein Buch zurückgeben. Oh, danke, hat's dir gefallen? Ja, und die Fotos sind einfach nur toll. Ich werfe einen Blick auf das besagte Buch. Das ist bestimmt von Jay, oder? Ein Buch über Jay. Natürlich. Und sowas verkauft sich? Ignoriere ihn einfach, Tiffany. Weißt du schon das Neueste? Nein, was denn? Jay hat heute Morgen eine Nachricht gepostet, in der er mitteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen all seine nächsten Events absagen muss. Was? Ja, es ist wohl nichts Schlimmes, aber er muss eine 14-tägige Pause einlegen. Er entschuldigt sich in der Nachricht bei all seinen Fans. Ja, wenn man nicht mit Wimperntusche umgehen kann, sollte man es besser lassen. Ach, Clement. Kannst du dir nicht mal einen neuen Witz ausdenken? Du wiederholst dich, du Idiot. Sehr gut, Clement. Wie geil. Jasmine total angepisst. So von wegen, kannst du nicht mal was Neues ausdenken, du dummer Sack? Und Laila lacht sich tot. Auch Henry lacht. Ja, sorry Leute, warte mal kurz. So. Ich habe die Nachricht kommentiert und ihm gute Besserung gewünscht. Tiffany ist einfach rührend.
Jay hat wirklich Glück, Mädchen wie sie als Fans zu haben. Ich hoffe, das ist ihm bewusst. Wir sollen ein Foto machen. Ach, ja, das Katzenposter. Dann haben Dylan und Amelie es scheinbar geschafft. Oh, sieht so aus, als hätte Amelie mit Dylans Hilfe endlich ihren Aushang fertig gemacht. Es sieht wirklich gut aus. Hoffentlich findet sie den Besitzer des Kästchens. Ja. Muss ich jetzt noch ein Foto machen? Oh ne, es hing gerade einfach nur. Herr Novara hat uns nach dem Unterricht zu sich bestellt, um uns eine Fotokopie unseres Referats gebeten, die er als Beispiel verwenden möchte. Wir verlassen die Klasse nach allen anderen und sind einen Moment lang allein. Unglaublich, dass Herr Novara unsere Arbeit als Beispiel verwenden will. Ja, das ist ein echten Kompliment für uns. Ich sag das jetzt nochmal ordentlich. Ja, das ist ein echten Ko Ich kann das gar nicht sagen. Ja, das ist ein echtes Kompliment für uns. Er hat die Gelegenheit genutzt, um uns zu gratulieren. Und er hat Henry gefragt, was ihm passiert sei. Henry antwortete wie schon zig Male zuvor an diesem Tag, er habe sich gestoßen und es sei nichts Schlimmes. Nur Clement, Jasmine und ich wussten Bescheid. Henry, whoever that is right now. Hey? Henry dreht sich verwundert um. Er erkennt die Stimme. Ein hübsches Mädchen kommt auf uns zu. Melanie? Hä? Das ist seine Ex jetzt, oder was? Krass. Riesenaugen. Sorry, also nein, ich will sie jetzt nicht auf ihre Augen reduzieren, aber pff. Hübsches Mädchen. Schöne blaue Augen. Aber wenn ich sie im direkten Vergleich zu Lila sehe, passen Lila und Henry irgendwie besser zusammen. Was machst du denn hier? Er wirkt sehr verlegen. Mist, wer ist das? Sie dagegen wirkt alles andere als verlegen. Sie scheint froh zu sein, ihn zu sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gar kein gutes Gefühl. Ich glaube, ich gebe ihr jetzt auch einen leichten französischen Akzent. Was ist mit dir passiert? Nichts, ein Unfall. Melanie sieht mich an. Auch sie scheint sich Fragen zu stellen. Melanie, das ist Lila, eine Freundin. Eine Freundin. Hallo. Lila, das ist Melanie. Er sieht mich nicht an und stellt sie mir nicht genauer vor. Henry deutet mit dem Kopf zu einem Typen hinüber, der in unserer Nähe steht. Gehört er zu dir? Der Typ schaut in unsere Richtung. Er scheint zu warten, dass Melanie ihr Gespräch beendet. Ja, das ist Frank. Gut. Ich habe es geschafft herauszufinden, auf welcher Schule du bist. Ich habe gehofft, dich hier zu sehen. Melanie wirft mir einen Blick zu, der mir zu verstehen geben soll, dass ich störe. Aber dann spricht sie trotzdem weiter. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut. Und warum jetzt? Genau, warum jetzt, Melanie? Hau einfach wieder ab. Ich denke schon lange darüber nach. Ich mache mir große Vorwürfe. Es ist nicht deine Schuld, du hast deine Wahl getroffen. Ja, aber ich hätte merken müssen, dass diese Wahl falsch war. Ja, genau! Verzieh dich einfach. Das ist jetzt Lailas Typ. Ich hätte mir vorher überlegen sollen, was das für dich bedeutet. All die Auswirkungen. Henry fühlt sich offenbar zunehmend unwohl. Henry, ich gehe dann mal. Wir sehen uns morgen. Das Gespräch geht mir nichts an. Ich habe hier nichts zu suchen. Es tut mir leid.
bis morgen, Leila. Schweren Herzens las ich Henry allein. Allein mit diesem Mädchen. Irgendetwas ist zwischen den beiden vorgefallen. Aber was kann sie ihm so Schlimmes angetan haben? Gucken wir uns mal an, was unser Handy so zu Melanie zu sagen hat. Die lustigerweise nicht in unseren Kontakten auftaucht, obwohl sie doch gerade da hinzugefügt wurde, oder? Bin ich jetzt blöd? Bin ich einfach nur blind, oder was? Alex, die Jessica, Jogginghose, Theorie, nö, keine Ahnung. Vielleicht später. Alles in Ordnung? Was? Ich hab gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, warum? Weil du ein Gesicht machst wie jemand, der über eine Matheaufgabe nachgrübelt. Oder jemand, der an Verstopfung leidet. Such dir was aus. Hahaha. Was dann? Nichts Besonderes. Ich denk bloß nach, das ist alles. Ja. Was denn? Mir geht diese Melanie nicht aus dem Kopf. Sie wirkte so nett und höflich, dass ich sofort annahm, sie könnte Henrys Ex sein. Dieser Gedanke quält mich. Henry ist 18. Es ist ganz normal, dass er schon Freundinnen hatte. Aber diese ist extra gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich frage mich, was wohl zwischen den beiden vorgefallen ist. Henry schien nicht gerade begeistert, sie wiederzusehen. Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken. Aber das ist einfach unmöglich. Bestimmt werde ich die Nacht kein Auge zutun. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit nachgrübeln. Und ich weiß auch nicht, was in meinem Kopf passieren würde, wenn ich wüsste, dass jemand die Ex von meinem Freund ist. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal so eine Situation, dass ihr den Ex von jemandem, also von eurem Partner kennengelernt habt? Und ja, sagt mal ganz ehrlich, was habt ihr dabei gefühlt? Hattet ihr die ganze Zeit im Hinterkopf, dass da doch noch was sein könnte? Oder ja, also ich habe schon ganz viel auch in meinem Freundeskreis, ja, weiß ich, da sind einige, die waren untereinander schon mal zusammen. Also die sind jetzt auch immer noch Freunde und bei denen funktioniert das auch. Aber das muss halt eben nicht immer funktionieren, ne? Und ja. Na ja, gut, Leute. Dann sind wir jetzt für heute wieder fertig. Ja, Melanie ist immer noch nicht hier drin. Schauen wir uns beim nächsten Mal dann einfach nochmal an. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.